Jetzt geht's los. Wir gehen auf ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Oh ja, wir ziehen einen Rucksack an. Ja. Und komm. Los geht's. Es geht auf ein Abenteuer, Sawyer. Auf ein Abenteuer. Ich muss hier rein. Ich muss hier jetzt schon rein. Ja, ja. Es geht auf ein Abenteuer. So, liebe Leute. Wir haben euch was Trauriges zu verkünden. Wir haben uns dazu entschieden, Ruby zu verkaufen. Unsere Mietwohnung haben wir jetzt gekündigt. Der T4 ist gepackt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Scherz, war natürlich nur ein Spaß, liebe Leute. Ne? Aber dennoch, es war auf jeden Fall viel Arbeit in den letzten Wochen. Und deshalb haben wir uns mal überlegt, machen wir jetzt mal was anderes, auch in diesem Video hier. Wir machen eine kleine Auszeit. Genau. Wir werden am Ende des Videos vermutlich noch weiter an Ruby arbeiten. Ist natürlich nicht verkauft, um Gottes Willen. Ja, aber wir haben jetzt gesagt, wir gönnen uns mal 2 Tage, fahren mit dem T4 weg und kriegen mal einmal so einen Kopf komplett leer, lassen die Kreativität nochmal freien Lauf kriegen, um neue Inspirationen zu finden. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch mal los, oder? Ja, wie in alten Tagen. Unterschied ist nur natürlich, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt! Bevor wir weiterfahren, kleiner Zwischenstopp, wir müssen nämlich noch kurz einkaufen, was besorgen für ein ganz besonderes Gericht, das wir heute Abend zaubern werden. Ja? Okay. Alles klar, die letzten Zutaten wurden besorgt, jetzt geht's weiter. Tell you a story about mean people who take use of innocent girls. Don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you home. Look over your shoulder when you go that way. This world might take you to a bad. So, wir sind fast da und wir fahren hier gerade durch so einen richtig schönen Wald runter zu unserem Stellplatz und wir dachten, das ist der perfekte Ort, um nochmal einen Fake-Drohnen-Shot zu machen mit unserer Insta und dem 3-Meter-Selfie-Stick. Ist das geil. Guck dir das an. Das sieht so gut aus. Schön. Wir sind angekommen. Und zwar in Dänemark. Einer wunderschönen Halbinsel. Das ist hier Garrett und mein Geheimspot, wo wir mal sind, den wir euch heute zeigen. Und Sawyer ist natürlich auch mit am Start. Der war aber schon mal hier. Tatsächlich. Aber er findet den Spot auch ziemlich gut. Es tut einfach so gut, mal mit dem Van wieder unterwegs zu sein. Und auch wenn wir hier schon mal waren, ist es immer wieder aufregend, an so einen Stellplatz zu kommen, weil der Stellplatz sieht trotzdem immer wieder anders aus und ist einfach so cool zu schauen, wie ist heute das Wetter, was gibt es hier für schöne Stellen, wo man nochmal lang spazieren kann, wo man noch nicht war. Und das ist irgendwie total cool immer. Wobei Garrett ja nie darauf achtet, wie das Wetter ist. Darauf achte ich eigentlich immer. Garrett achtet immer nur, wie ist hier das Meer? Ist es ruhig? Ja. Oder ist es klar? Viel Wind. Oder ist es klar? Ist es viel Wind? Denn immer wenn wir hier sind, hat Garrett immer seine Tauch- und Angelsachen dabei. Ja, das ist so ein kleiner Sneak Peek. Ne? Also Leute, vielleicht passiert noch was in diesem Video. Das Wasser sieht sehr gut aus. I woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Sawyer ist totally hyped. Sawyer, was machen wir jetzt? Wollen wir ein bisschen was entdecken? Oder was hast du vor? Du bist schon wieder ins Bett? Nee, wir suchen jetzt was, oder? Ich glaube, da will jemand los. Na, Sawyer? Glaube ich auch. Willst du was markieren? Willst du Gassi gehen? Willst du Gassi gehen? Oh, willst du eins von mir?
Ja, klar. Ohrentropfen, ne? Sawyer hat die letzte Zeit immer wieder ein paar Ohrentropfen bekommen, weil er immer noch Nachschäden wahrscheinlich hat von seiner Milbenattacke. Der kam nämlich bei uns an und hatte richtig schlimme Milben in den Ohren. Das hatte sich auch entzündet. Das haben wir dann behandelt, aber jetzt scheint wieder ein bisschen was zurückgekommen zu sein. Ja, muss man einfach beobachten. So, ja, komm. Ja, und du nimmst wieder deinen Weihnachtsbaum mit, ne? Klasse. Der Hund, der weiß, was ihm gefällt. Ja. Übrigens, wir waren hier schon mal mit Sawyer, und zwar an Garretts Geburtstag haben wir zu dritt hier gegrillt und Sawyer hat da zum allerersten Mal Kontakt mit dem Meer gehabt. Wir vermuten, dass es das allererste Mal war, denn seine Reaktion wirkte ziemlich misstrauisch. Ich zeige euch das mal, und zwar jetzt. Alles gut, das darf da sein. Das ist das Meer! Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Reminding me of you. Orange Avenue. Natürlich. Voll friedlich. Wir sind jetzt zurück vom Spaziergang. Es war richtig schön. Also wir gehen ultra gerne hier durch den Wald. Das ist so ein wunderschöner Wald. Und jetzt, wo der Sommer halt kommt, ist es auch so schön grün alles. Und Sawyer hat es auch richtig gut gefallen. Der ist rumgerannt, hat viel geschnüffelt. Und jetzt würde ich sagen, räumen wir mal den T4 ein bisschen auf. Machen wir ein bisschen Ordnung rein, dass wir hier auch eine Nacht verbringen können. Und Garrett zieht sich gleich an in sein Neopren. Und vielleicht kann sich der eine oder andere jetzt auch denken, was er wohl vorhat. Nee, was ist das? Oh, das riecht nach Käse. Was ist das? So Leute, kleiner Trick, wenn man in einen Neoprenanzug rein muss. Das ist nämlich nicht immer ganz leicht, wenn man trocken ist. Bisschen Orangensaft rein, nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern auch, wenn man in den Neo schlüpfen muss. Natürlich nur ein Spaß, da ist Wasser drin. Aber wenn man hier ein bisschen Wasser drin hat, ein bisschen Wasser über den Kopf, fühlt sich gut an, man ist schon mal abgehärtet. Und ja, man flutscht dann umso besser durch die Wurst vorne. So, er denkt sich auch so, was machst du da? Und was auch natürlich richtig gut ist, wenn man so gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr tauchen war, natürlich, dass man den Kleiderbügel noch mal rausnimmt. Das gibt sonst einen ganz komisch starren Nacken. Also. Wichtig, der gute alte Biberschwanz. Meine Sammelsack. Würde ich sagen, gehen wir mal rein und gucken wir mal, wie es da unten aussieht. I'm ready. Sachen sind gepackt, jetzt fehlt nur noch eins. Die nehme ich auch noch mal mit, unsere Insta. Dann könnt ihr nämlich auch mal sehen, was ich da unter Wasser sehe.
Das hat nicht lang gedauert. Der erste Fisch. Die lag da einfach auf einem Meter, lag die da ganz entspannt. Wir haben ja ein bisschen gehofft, dass wir heute vielleicht noch einen schönen Fisch zu Abend essen. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Portion. Richtig gutes cool. Abendbrot, ne? Ja, ne? Da freust du dich, oder? Guck mal. Das war echt super, super cool. Und das weckt gerade so viele alte Erinnerungen, einfach diesen Surfponcho aus Marokko im Suwan anzuziehen, sich hier auf den Sitz zu setzen nach dem Tauchen und sich aufzuwärmen hier im T4. Ist richtig, richtig schön. Bin aber trotzdem total begeistert und voller Vorfreude, wie das sein wird, wenn wir mit Ruby endlich losfahren. Ich glaube, das wird echt eine coole Zeit, wo wir euch auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen. Jetzt am Aufwärmen würde ich aber sagen, kochen wir was Kleines. Ja! Oh, und es gibt noch eine Sache, die alte Erinnerung weckt. Und zwar haben wir tatsächlich bei einem Supermarkt, bevor wir hingefahren sind, angehalten und Pastéis de Nata gefunden. Alle treuen Hunters wissen, dass wir in Portugal waren und diese Dinge einfach geliebt haben. Isst du auch deine gerade? Ja, das ist auch meine Pastéis de Nata. Man kann ja aber nicht entspannt essen. Man wird ständig beobachtet. So, mittlerweile haben wir uns ein bisschen Grillkohle angemacht, denn wir haben heute Abend ein ganz besonderes Gericht noch vor. Mal sehen, ob das noch klappt, denn die Sonne geht gerade auch da hinten unter, wie ihr sehen könnt. Es ist unfassbar friedlich und traumhaft hier heute. Also hier ist auch keine Menschenseele, total ruhig, man hört nur die Wellen. Wir haben uns noch eine kleine Angel aufgebaut. Vielleicht beißt da ja nochmal ein Fisch an, während wir hier ein bisschen kochen. Und rundum tut es einfach immer wieder gut, jetzt hier so unterwegs zu sein und draußen zu sein. Merci. Die ist ja ordentlich schmutzig. Was machen wir heute? Heute gibt es Tagine. Endlich wieder nach Jahren. Zur Feier des Tages. Irgendwie ist dieses Video voller alter Erinnerungen, oder? Nicht nur sind wir mit dem T4 unterwegs, sondern Garrett ist mal endlich wieder tauchen, trägt sein Surfponcho aus im Swan und jetzt gibt es sogar eine richtig gute alte marokkanische Tagine. Freue ich mich. Hatten wir lange nicht mehr, Baby. Nee. Was hast du da jetzt schon wieder gemacht, Sawyer? Du siehst aus, als würdest du auf unsere Hilfe warten. Also irgendwie hast du da wieder Knoten geübt, oder was? Ich habe versucht, einen Ballsteg zu machen. Können wir dir helfen? So, und plötzlich hat der Hund wieder Freilauf. Gerade eben ist die Angel komplett ausgerastet. Und kaum macht man die Kamera an. Da ist er. Kaum macht man die Kamera an, sage ich, ist er weg. Aber vielleicht doch nicht. Vielleicht gibt es noch einen Plattfisch. So, ja. Und da hinten ist einfach dieser pure Sonnenuntergang. So schön.
Das einzige Messer, was wir haben hier, ist Garrets Klappmesser, denn wir haben vergessen, ein Messer mitzunehmen zum Gemüseschneiden. Also hatte ich jetzt eine Wahl zwischen Garrets alten Klappmesser oder ein Brotmesser. Ja. Sieht doch gut aus, zeig das doch mal. Ja, aber es sieht schon so abgenutzt aus. Sieht schon so. Ich fühle mich ein bisschen primitiv, wenn ich hier meine Kartoffeln damit schäle. Das ist immer noch besser als ein Stein. Während Leonie die Tagine schnibbelt oder vorbereitet, werde ich. Ja, stimmt, die Tagine kann man nicht schnibbeln. Stimmt. Mit dem Messer könntest du es hinkriegen, aber. Naja, werde ich jetzt mal unseren Fisch zubereiten bzw. vorbereiten, weil wir natürlich einen Plattfisch bekommen. Kriegt Sawyer natürlich auch einen. Da haben wir nämlich was mitgenommen. Getrockneten Plattfisch tatsächlich. Und keine Sorge an alle da draußen, die jetzt denken, dass er sich vielleicht an den Gräten verschlucken könnte. Die sind extrem getrocknet. Also sobald man da drauf beißt, zerbröseln alle Gräten. Also ist kompletter Trockenfisch. Mal sehen, ob ihm das schmeckt. Sawyer, komm mal her. Schau mal, was ich hab. Willst du den? Willst du den? Höhle. Fein, super. Bitteschön. Ja, das ist ein ganz schön großer Fisch für so einen kleinen Hund. Und, ja, so, genau, perfekt. Ja, natürlich, unser Sawyer muss natürlich als erstes den Kopf kaputt machen. So wie sich das für einen kleinen Straßenhund gehört. Ja, und das knackt aber ordentlich. Alles gut, Schatz. Das sieht ein bisschen brutal aus. Findest du den gut, den Fisch? Sieht auf jeden Fall aus, als würde der dir schmecken. Die ganzen Omega-3-Fettsäuren, ne? Die tun dir jetzt gut. Während Sawyer seinen Fisch futtert, werden wir jetzt unseren Fisch vorbereiten. Wir machen das ganz simpel. Wir haben auch nur einen gefangen, der aber ganz gut ist von der Größe. Deshalb werden wir den einfach in Alufolie wickeln und ein bisschen mit Kräuterbutter füllen. Das ist super lecker. Hauen wir einfach auf die Glut und dann schauen wir, wie es schmeckt. In diesem Video sind so viele Déjà-vu-Momente. Gott, ich habe es echt vermisst, um T4 im Bett zu sitzen und zu kochen. Ich freue mich richtig doll, wenn wir Mercedes endlich unsere Küche haben, wo ich im Stehen kochen kann. Aber so ein bisschen kuschelig war es dann doch in meiner Decke eingemupfelt hier und am Gemüse schnibbeln mit dem Meer als Aussicht. Also es ist schon schön. Es ist richtig schön, dass wir uns diese Auszeit gegönnt haben, Schatzi. Mhm. Richtig schön, dass wir uns 2 Tage so einmal Pause vom Wernersbau gegönnt haben. Oh, war da ein Reh? War da ein Reh? Alarmanlage ist aktiviert hier. Australian Shepherd Home Security System on. In guten alten Zeiten, hat Leonie gerade schon gesagt, gibt es jetzt wieder Essen im Bett. Der Moment der Wahrheit. Wir schauen mal, ob die Platte gut ist. Es riecht auf jeden Fall schon gut. Sieht richtig gut aus. Lecker! Ja, das riecht gut. Die gönnen wir uns jetzt. Der Moment der Wahrheit erneut. Tada. Die Tagine ist fertig. In dem Sinne, wir futtern jetzt die Tagine und dann geht's ab ins Bett.
Hallo. Hi. Na du? Kleiner Stinkebär. Ja, da ist jemand aber noch müde. Da ist jemand noch müde. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Mutschi. Ja. Oh, oh. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ja. Ich glaube, da mag jemand Vanlife. Kleines Monster. Unser kleines Monster. Ja. Wollen wir los? Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war richtig schön. Gerrit und ich haben richtig gut geschlafen. Also das Meer war direkt neben uns, wirklich keine 10 Meter weit entfernt. Und heute Nacht waren die Wellen auch richtig schön konstant und leise. Heute Morgen wurde es ein bisschen stürmischer. Da wurdest du auf jeden Fall auch früh wach, weil das Meer war richtig laut. Deswegen fahren wir jetzt auch tatsächlich auch weiter, denn hier auf der Seite der Insel steht der Wind total drauf, weil es Nordwind und es ist so ein bisschen nicht so kuschelig hier. Deswegen fahren wir jetzt auf die andere Seite der Halbinsel, wo wir vermuten, dass es windstiller sein wird. Und dort werden wir auch erst frühstücken. Deswegen fahren wir mal los. Okay, ich glaube, das hat funktioniert. Die Kamera ist immer noch da und ist nicht runtergefallen. Ich habe mal unsere Insta jetzt hier einfach an die Seite dran geklemmt und coole Aufnahmen gemacht. Ja, ist eine ganz coole Sache, mal was anderes. Wie ihr übrigens die Kameras hier günstiger bekommt, das verraten wir euch am Ende des Videos nochmal. Also dieser Spot ist auf jeden Fall richtig schön. Wir sind hier schön im Windschatten, die Sonne scheint, haben unseren kleinen Strand sogar. Und man merkt extrem, dass Sawyer das so gut gefällt. Der kam gerade einfach zu uns gerannt, wollte einfach nur spielen und war glücklich. Ist voll schön, ist richtig schön zu sehen. Ach ja, für alle, die sich immer fragen, warum hängt Sawyer eigentlich noch an der Leine? Im Grunde ist er ja auch erst seit 3 Monaten bei uns. Er hat jeden Tag sein Hundetraining, aber er ist immer noch zu unberechenbar. Dadurch, dass er früher ein Straßenhund war, ist er auch so schnell abgelenkt von so vielen Reizen. Dadurch, dass er so lange im Shelter gelebt hat, wo es halt fast keine Reize gab. Er hatte richtige Stellen, wunde Stellen an seinen Knöcheln, weil er so viel rumgelegen hat. Dadurch ist er natürlich sehr schnell abgelenkt und wir wollen einfach nicht die Gefahr eingehen, dass er jetzt am Anfang irgendwie abgelenkt wird und dann über alle Berge ist, wenn er ein Reh sieht, wenn er einen Vogel sieht, weil dann ist er manchmal in seiner Red Zone und dann kriegt man ihn da auch nicht mehr raus. Deshalb erstmal an der Langlaufleine, wir schauen mal, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Jetzt gibt es wieder Leonies berühmten, selbstgemahlenen und aufgeschäumten Milchkaffee. Ja! Cappuccino à la Van. Echt. Mit 2 Pressen und 1 für Milch. Ja.
Ich hatte auch mal einen Milchschäumer, der ist kaputt gegangen. Ja, der ist durchgebrannt. Es ist jetzt ein ganzer Tag vergangen seit heute Morgen. Also wir haben eigentlich nicht viel gemacht und den Tag einfach mal genossen. Also das gemacht, weshalb wir überhaupt losgefahren sind. Mal den Kopf frei kriegen, mal eine Pause uns gönnen und einfach mal ja, zur Ruhe kommen und zu Hause den ganzen Stress lassen bei Ruby. Und es ist ziemlich gut gelungen. Total. Es tat total gut nachzudenken. Auch den Kopf mal abschalten und dann mit neuer Energie an Ruby starten. Und es war total inspirierend und nochmal eine Bestätigung dafür, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Und zwar in diesen Van dann später zu ziehen. Denn alleine das heute hat wieder so viele alte Erinnerungen geweckt. Und es war so schön und es tat so verdammt gut. Ja, es war echt eine Bestätigung, dass wir endlich in einen Van komplett Vollzeit einziehen möchten. Dass wir das auf jeden Fall wollen, ja. Ne? Auf jeden Fall. Naja, aber wir fahren jetzt nach Hause, denn morgen geht's mit ganz viel neuer Energie und Inspiration weiter an Ruby. Ab wir geht's. Sehen uns morgen. Wir sind mittlerweile wieder im Ausbaumodus, haben mit neuer Motivation heute gestartet und werden weiter hier im Innenraum von Ruby arbeiten. Leonie ist in der Zwischenzeit auch schon eifrig produktiv. Ich schneide nämlich gerade das Video, was ihr jetzt gerade seht. Also ja, ich helfe Garrett gerade nicht wirklich viel mit. Ich bin so sein seelischer Zustand, Beistand. Zustand? Ich bin Garrett seelischer Zustand. Nee, ich liege hier einfach nur in so einem kuscheligen Bett und schneide das Video. Das ist meine Aufgabe des Tages. Sehr gut. Sawyer macht genau das Gleiche und er hat hier schon provisorisch seine zukünftige Hundehöhle in Beschlag genommen. Das ist nämlich übrigens auch die Idee, dass wir genau unterm Bett so eine Höhle haben und ja, die Maße passen doch eigentlich ganz gut, oder? Es ist übrigens nicht nur bei dieser einen Lampe letztens geblieben, sondern ich habe ein paar weitere Dinge schon bereits verkabelt, unter anderem hier unseren Ventilator für unsere Dusche. Den kann man jetzt einfach anschalten und der öffnet sich auch. Entsprechend kann man hier dann ganz einfach zack. Ventilator anmachen und die Luft entweder rein oder raus befördern. Das ist natürlich besonders gut, wenn man viel Feuchtigkeit im Auto hat. Weiterhin habe ich mich schon mal an die Verkabelung unserer Lichter gemacht. Und zwar insgesamt 6 Stück sind schon verkabelt, 2 über dem Bett und 4 hier in dem Sitz- und Küchenbereich. Da sind sie alle. Die laufen jetzt hier alle zusammen, hier unten in einen ganz normalen Lichtschalter aus dem Haushalt. Die kann man natürlich auch benutzen. Die finden wir sind ein bisschen ästhetischer, ein bisschen hübscher als die klassischen 12-Volt-Schalter. Sieht einfach ein bisschen schöner aus. Sind auch schon geschaltet. Das heißt, wenn man hier anmacht, gehen oben schon mal 4 LEDs an. Und der linke Teil wird dann auch erleuchtet mit im Grunde hier dem linken Schalter. Das sah zwar gerade nicht danach aus, aber diese LEDs sind richtig, richtig hell. Besonders wenn es halt eben hier drin dunkel ist oder draußen ist es dunkel. Dann ist es schon ein bisschen schöner, wenn man diese Lichter dimmen kann. Deshalb werde ich mich jetzt dran machen, diese ganze Verkabelung nochmal ein bisschen, ja, die jetzt sehr provisorisch auch ist, also keine Sorge, das wird nochmal richtig schön gemacht. Das Ganze jetzt nochmal ein bisschen optimieren. Das heißt, ich werde einige Kabel zusammenfassen und alle Deckenleuchten in diesen Dimmer hier einfahren lassen, damit wir halt eben alle unsere LEDs nochmal dimmen können. Weil es einfach viel, viel angenehmer ist, besonders abends. Bevor ich mich aber jetzt mal dran mache, diese Kabellage hier wieder ein bisschen aufzuräumen, werde ich, bevor es richtig schlimm wird, das Ganze auch nochmal beschriften. Das heißt, hier mit so ein bisschen Kreppband einige Kabel abkleben und dann draufschreiben, was es eigentlich ist. Denn ich kenne das noch vom T4. Irgendwann verliert man Überblick bei den ganzen roten und schwarzen Kabeln und weiß nicht mehr genau, was jetzt was war. Deshalb erstmal ein bisschen Schreibarbeit.
Okay, als nächstes bauen wir jetzt den Dimmer hinter die Schalter ein. Da gibt es noch eine wichtige Sache, und zwar hat dieser Dimmer, der ist sehr simpel, aber uns gefällt der, gerade weil er halt noch so mechanisch ist. Und zwar haben wir hier nicht unendlich viele Anschlüsse, sondern halt im Grunde am Ende nur zwei, Plus und Minus. Das bedeutet, wir müssen eigentlich alle Lichter zusammenfassen, durch diesen Dimmer hier schicken und dann weiter zur Batterie. Das bedeutet also, wir müssen alle Kabel zusammenfassen. Und da habe ich mich natürlich jetzt gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn alle Lichter gleichzeitig brennen, passt das immer noch mit unserem Kabelquerschnitt? Keine Sorge, ich will jetzt hier kein langatmiges Elektro-Video machen. Ich habe mich auch selbst da reingefuchst und ich finde es einfach cool, das Thema, weil es halt ermöglicht, dass man im Grunde sein ganzes Strom-Setup hier selber zusammenstellen kann. Aber nur kurz zusammengefasst, im Grunde haben wir hier ein 12-Volt-System, das ist die Spannung, Volt, und wir haben natürlich unsere Stromstärke, die durch die Leitung fließt, gemessen in Ampere. Die Leistung, die jetzt zum Beispiel von einer solchen Lampe hier jetzt genutzt wird, wird in Watt gemessen. Und Watt ist im Grunde nichts anderes als Spannung mal Stromstärke, das heißt Volt mal Ampere. Heißt also im Umkehrschluss, wenn wir wissen, wie viel Watt all unsere Lampen jetzt verbrauchen, wenn sie an sind, dann können wir errechnen, wie viel Strom durch die Leitung fließt und können entsprechend dann die Dicke unseres Kabels anpassen. Je mehr Strom durch eine Leitung fließt, desto wichtiger ist es natürlich, dass man die entsprechende Dicke für das Kabel wählt, weil sonst kann es natürlich zu Erhitzungen kommen und im schlimmsten Fall brennt so ein Kabel durch. Das wollen wir natürlich nicht, wenn man jetzt ein zu dünnes Kabel nimmt. Da gibt es extra Tabellen für, aber vorher muss man natürlich erstmal durchrechnen, wie viel Strom fließt eigentlich durch so ein Kabel. Wir haben recht energiesparende Lampen, und zwar LED-Lichter, wobei ein LED-Licht 3 Watt verbraucht. Wir haben insgesamt 8 Stück, also 3 mal 8 sind wir bei 24 Watt, wenn alle Lichter brennen. Wenn wir das entsprechend jetzt durch unsere Spannung teilen, das heißt durch 12 Volt, kommen wir auf einen Stromfluss von 2 Ampere, wenn alle Lichter brennen. Wenn wir uns jetzt hier so eine coole Tabelle raussuchen, wo entsprechend gezeigt wird, welchen Kabelquerschnitt wir benutzen, können wir hier sehen, okay, wir haben 2 Ampere, sogar noch weniger als hier angezeigt. Sagen wir, es sind 3 Ampere. Bei einer Länge, einer Kabellänge von 3 Meter, bräuchten wir einen Kabelquerschnitt von 1,5 Quadratmillimeter. Das ist ziemlich cool, weil das bedeutet, wir können unsere alten Kabel, die wir im Grunde für alle Lampen hier genommen haben, einfach weiter benutzen und das wäre immer noch dick genug. Bedeutet also, ich werde jetzt alle Kabel, die im Grunde von unserem Schalter hier weggehen, das sind die positiven Kabel, das heißt die Pluskabel und auch die Minuskabel, werde ich im Grunde nochmal zusammenfassen mit Hilfe von so einer Vago-Klemme. Die sind super cool, super gut geeignet, viel besser als jetzt Lüsterklemme oder so. Die benutzt man nur im Haushalt. Diese Vago-Klemmen sind richtig cool für einen Bereich hier wie einen Van, weil durch die Erschütterung bleiben die Kabel immer noch fester drin stecken, weil die richtig, richtig schön stabil sind. Das werde ich dann alles zusammenfassen in ein Kabel und dann dieses Kabel entsprechend an den Dimmer anschließen. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann unsere LEDs dimmen können. Okay, der Moment der Wahrheit. Machen wir nochmal die Sicherung rein. Okay, wird alles neu verkabelt. Gucken wir mal nach. Probieren wir erstmal die Schalter. Gut, funktioniert schon mal nicht. Hopp, falscher Alarm. Ich weiß, warum die Schalter nicht gehen. Man muss auch den Dimmer anmachen. Okay, Dimmer ist an. Schalter sind auch noch aus. Und jetzt funktioniert es. Ist natürlich schöner der Effekt, wenn es dunkel wäre. Dann würden die Leute das auch sehen. Aber Schalter funktionieren. Lichter an und dimmen. Jo! Cool, oder? Es hat funktioniert! Richtig cool. Und durch den Dimmer kann man das so richtig schön runterregulieren. Was war das gerade? Ja, einmal kurz ein kleines Elektron, was zu schnell durch die Leitung gesprungen ist. Sicherung raus. Hast du gut gemacht, Schatz. Danke. Schön. Das Coole ist, was Garrett gerade gemacht hat, ist, dass man beide, den Dimmer und die Schalter, sind halt zusammen verbunden, aber man kann sie auch separat voneinander bedienen. Das heißt, ich kann den Dimmer ausmachen und wenn ich den anmache, kann ich entweder alle anmachen und alle werden hell, oder aber ich kann mit dem Schalter jetzt sagen, ich möchte nur im Bett Licht haben, dann mache ich, tada, nur im Bett Licht. Oder auch andersherum, ich kann alle ausmachen und ich kann nur in der Küche anmachen. Zum Dimmen kann man alle. Dimmen kann man alle. Richtig cool, Schatz. Hast du cool geschaltet. Danke. So, liebe Leute, der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist draußen dunkel und Garrett hat noch ordentlich was geschafft. Er hat noch einige Kabel hier verlegt. Das zeigen wir euch ein anderes Mal. Und das YouTube-Video ist auch fertig. Ach ja, und wie ihr sehen könnt, schlafen wir heute Nacht nicht im Haus, sondern wir führen Vanlife fort. Wir können uns noch nicht wirklich verabschieden. Ja,
uns das nicht nehmen zu lassen, nicht im Van zu schlafen. Deswegen haben wir heute gesagt, wir schlafen heute Nacht auch, aber diesmal in unserem neuen Zuhause, nicht in dem alten, nicht in T4, sondern in Ruby. Doch bevor Garrett und ich jetzt wettgehen bzw. schlafen gehen, möchte ich euch noch etwas ganz Kleines erinnern. Und zwar, ihr habt ja in diesem Video gesehen, wir haben sehr, sehr viele Shots mit Insta360-Kameras gemacht. Ihr wisst ja, wir haben sie schon seit Jahren, dass wir, ja, sie gehören zu unserem Kamera-Equipment. Und falls euch die Aufnahmen gefallen haben, dann möchte ich euch erinnern, denn Insta360 hat gerade eine Aktion im Start, und zwar eine Sommeraktion. Bis zu 25% könnt ihr auf verschiedene Kameras sparen. Also falls ihr euch eine zulegen möchtet und auf den richtigen Moment gewartet habt, dann würde ich sagen, ist es genau jetzt. Also viel Spaß. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer den Link direkt zu Insta360 und der Aktion. Also viel Spaß. So, liebe Leute, und in dem Sinne, wir gehen jetzt zu Bett. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Mal eine kleine Abwechslung zum normalen Ausbau. Beim nächsten Mal geht es natürlich eifrig weiter, denn wir wollen endlich hier drin Vollzeit leben. Und deshalb müssen wir noch ein paar Sachen machen, aber es motiviert jetzt schon sehr. Ein paar, ja. Aber es motiviert jetzt schon. Noch. Aber es motiviert jetzt schon sehr, wenn man hier schon mal drin schläft und sieht, was wir alles schon geschafft haben. In dem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, meine Abwechslung, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, da freuen wir uns. Und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr den T4 genauso wie wir vermissen in den Videos. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es mit Ruby weitergeht. Tschüss! Tschüssi.